Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute möchte ich euch ein Produkt vorstellen aus unserem neuen Herbst-Winter-Katalog. Es ist ein Kartensortiment. Es heißt In der Weihnachtswerkstatt und das kommt aus unserer Produktkategorie Memories and More oder auch Erinnerungen und mehr. Wie ihr wisst, sind das immer so kleine Kärtchen, die man bei uns in unsere Alben stecken kann, um zum Beispiel Fotos zu beschriften oder noch kleine Kommentare neben Fotos dazu zu stellen. Und wir schauen uns diese kleinen Kärtchen einfach gemeinsam mal an. Wir haben auch auf diesen Kärtchen, wie ihr das beim Designpapier ja schon kennt, eine Vorder- und eine Rückseite und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ja, wir fangen an mit den kleinen Karten, zwei kleine Pakete und wir gehen sie einfach durch, wie ihr das von mir ja schon kennt. So, da haben wir Santa's Little Helper. Das ist ein ganz süßer kleiner Fratz, den es auch als Stempel geben wird. Und die Rückseite dann wiederum sehr schlicht. Ein Richtungspfeil. Und auf der Rückseite haben wir Ho. So ist richtig rum. Ho, ho, ho. Das gibt es übrigens auch als Stempel. Dann haben wir kleine Schneekristalle. Und auf der Rückseite gibt es Falalalala. Dann haben wir ein Winter Wonderland. Und auf der Rückseite haben wir ein paar Zuckerherzen, Zuckerstangenherzen. Ihr seht das, ne? Ja. Hier haben wir Merry and Bright. Die kleinen Lämpchen dienen sich dieses Jahr ziemlich durch unsere Weihnachtsdeko. Ein paar Sterne. Santa's on his way. Na, hoffentlich weiß er auch, wo er hinkommen muss. The Joy of Giving. Und auf der Rückseite ein Mistelblättchen, würde ich sagen. Noch einen kleinen Santa-Helfer. It's an elf thing. Ja, genau, es ist eine Elfensache. Da sind wir nämlich bei den Helfern, bei den Elfen. Ach so, genau, die Rückseite. Jetzt hatte ich es schon umgedreht. Hier haben wir sogar drei. Scheint aber ein Versehen zu sein. Jo. Ausnahmsweise mal drei im Paket. Das ist ja auch lieb. Und noch ein Elf mit Spielzeug. Der ist auch süß, ne? Und ein Geschenk. Hier vielleicht Wunschzettel. Und einmal Joy. Weihnachtliche Zweige. Hier auch nochmal Ho, Ho, Ho in Grün. Hier kommt unser Santa auf seinen Schlitten. Natürlich im Dezember. Hier haben wir noch mal eine schöne Zuckerstange. Also durch und durch kleine süße Kärtchen. Was haben wir hier? Jingle Bells, Jingle Bells. That fun it is a ride in a one horse open sleigh. Das scheint der Text zu sein von Jingle Bells. Tree Time. Genau, wenn der Baum aufgestellt wird, wenn man schon Fotos macht.
Aber selbstverständlich braucht ihr, müsst ihr, könnt ihr das nicht nur für Fotos benutzen, sondern könnt das natürlich auch einfach auf eine Karte kleben und damit Karten dekorieren. Also da braucht man dann auch keine Stempel mehr und nichts, ne? Einfach noch ein Schleifchen dazu und fertig. Merry Christmas hier, ne? Kleine Schleife dran, Karte fertig. Man kann also auch ganz, ganz fix mit diesen Karten einfach Weihnachtskarten erstellen. Achso, er ist hier Herrn Santa mit seinen Weihnachtselfen und auf der Rückseite Merry, 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 Merry Christmas. Seid ihr eigentlich schon in Weihnachtsstimmung? Es ist ja gerade draußen mal abgekühlt, dass wir keine drei mehr vorne haben, ne? It's the most wonderful time of the year. Und auf der Rückseite auch für Notizen oder kleine Randbemerkungen. Santa Claus is coming to town. Oh, ganz viele kleine. Ich komme aber schon näher, damit ihr das auch sehen könnt. Denn jetzt mache ich ja die eigentliche Produktvorstellung. Es ist ja, ich habe bei YouTube einen Kommentar bekommen. Ich hatte ja darum gebeten, dass man mal sagt, wie man das so findet. Und dann habe ich unter meinem Unboxing-Video einen Kommentar, dass die Dame das nicht lustig findet, dass ich das ausgepackt habe. Ja, das ist bei mir der Unterschied zwischen Unboxing und Produktvorstellung. Jetzt in der Produktvorstellung zeige ich das Produkt und pack nicht mehr aus. Unboxing ist ganz klassisch, Karton auf, auspacken. Aber vielleicht bist du einfach glücklicher in meiner Kategorie Produktvorstellung. Vielleicht abonnierst du einfach den Part. Official Seal of the North Pole haben wir hier noch. Ist auch ganz süß. Hinten mal rot gestreift. Believe. Das ist der Glaube. Und kleine Schleifchen. Und dann haben wir hier, ich lege erstmal die Aufkleber zur Seite, die gucken wir gleich. Wir gucken mal eben hier die Karten zu Ende. Hier gibt es nämlich noch total schöne Karten mit Glitzer. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen lang machen, damit ihr das auch schön seht. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Da gibt es allerdings dann nur eine von. Hier haben wir auch noch ein bisschen Glitzer in den Krönchen und auf dem Schnee, auf dem Pfeiler. Hier ist auch, sind die weißen Teile alle glitzernd. Die Rückseiten von diesen Glitzerbögen sind übrigens durchweg weiß. Also da verpasst ihr nichts. Müsst ihr nicht die schönen Glitzerseiten verstecken, weil die andere Seite schöner ist. Hier haben wir auch wieder die Krönchen mit Glitzer und die Punkte auf dem Tannenbaum sind auch glitzernd. Nur für den Fall, dass man das in dem Video jetzt nicht so schön sehen kann. Das hier ist ja auch der Hammer, ne? Also nicht nur zu Weihnachten. Ich finde, das hier, das geht generell das ganze Jahr. Ja, sehr schön. Ich liebe Glitzer, hatte ich das schon gesagt? Und das hier ist ja auch irgendwie der Inbegriff von Weihnachten, oder? Ho, ho, ho. Glitzert auch sehr schön. Genauso wie die Mütze von unserem Santa. Die glitzert auch ganz toll. Und dann schauen wir uns nochmal die Aufkleber an. Wir haben hier einmal tatsächlich sogar bis zum 28. Dezember kleine Aufkleber für einen Adventskalender vielleicht und vier kleine Zuckerstangen. Ach nein, sogar bis zum 31. Dezember haben wir hier. Haben wir noch so ein paar Tannenbäume und Pfeile. Da kann man natürlich auch sehr schön Karten mit verzieren oder auch die Fotos noch ein bisschen verzieren. Hier haben wir auch nochmal Aufkleber wieder mit Glitzer.
einen Elf, den Center, so ein paar Schneesterne, ein bisschen Zuckersterne. Und hier haben wir auch nochmal Merry Christmas, Happy Christmas. Official Seal of the North Pole haben wir hier. Die Blätter. Also durch und durch weg ein tolles Set, um Karten zu dekorieren oder sogar Fotoalben zu dekorieren in weihnachtlich. Nun glitzert alles bei mir, aber gut. Ja, falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Falls ihr noch mehr sehen wollt, Unboxing, Herbst-Winter-Katalog geht jetzt los. Nee, Unboxing haben wir schon. Produktvorstellungen aus dem Herbst-Winter-Katalog oder Gebasteltes mit dem Herbst-Winter-Katalog. Dann lasst mir gerne ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen tollen Tag und sage bis bald. Tschüss! I'm not going to do that.